Artikelnummer SCP-4039. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. Gemäß Operation Gaslight bestehen die Eindämmungsmaßnahmen in erster Linie darin, die öffentliche Wahrnehmung von SCP-4039 als nicht anormal aufrechtzuerhalten. Öffentliche Kenntnis von SCP-4039-1, Ereignis 4039-1, Carnot-Konvektion oder SCP-0439s anormaler Natur wird als Eindämmungsverstoß gewertet. MEK Gamma 5, Rote Heringe, ist es gestattet, in diesem Fall nach eigenem Ermessen die Desinformationsmaßnahmen zu verstärken und gezielt B-Klasse-Amnestetika einzusetzen. Die erhöhte Rate an Depressionen, Nihilismus und Selbstmorden, die auf die Kenntnis von SCP-4039 zurückzuführen sind, gelten als unvermeidlich und nicht als Eindämmungsverstöße. Forschungsarbeiten, die in der Lage sind, die Existenz von SCP-4039-1 oder das Ereignis 4039-1 aufzudecken, werden überwacht und bei Bedarf unterdrückt. Die Entwicklung eines Terminierungsverfahrens für SCP-4039 besitzt Priorität Chi. Allerdings bedarf die Terminierung von SCP-4039 der vorherigen Zustimmung einer Mehrheit des O5-Gremiums. In Übereinstimmung mit der Unteroperation Crowdsource ist die öffentliche Forschung zur Terminierung von SCP-4039 zu überwachen und zu fördern und das regelmäßige Anstoßen des öffentlichen Diskurses mit dem Hinweis, dass SCP-4039 eine nicht anormale Bedrohung darstellt, kann von jedem Level-4/4039-Forscher genehmigt werden. Siehe zum Beispiel die von der Foundation entwickelte Geschichte Die letzte Frage, welche offiziell Isaac Asimov zugeschrieben wird. Beschreibung: Bei SCP-4039 handelt es sich um ein anhaltendes Phänomen, das alle Regionen des Weltalls betrifft und dazu führt, dass die Entropie aller geschlossenen Systeme im Laufe der Zeit zunimmt. Es wurden bisher keine Möglichkeiten zur Blockierung oder Einschränkung von SCP-4039 entwickelt. Es wird angenommen, dass SCP-4039 die natürliche Wiederaufnahme der Entropie durch das Raumzeitkontinuum der sogenannten Carnot-Konvektion hemmt, da seit Ereignis 4039-1 keine Carnot-Konvektion mehr beobachtet werden konnte. Zurzeit hält die Untersuchung an, ob aktiv Entropie in unsere Dimension eingeführt wird. Die praktische Auswirkung dieser erhöhten Entropie ist eine verstärkte Randomisierung und Gleichförmigkeit der Aggregatzustände. Die zusätzliche Entropie selbst ist nicht anormal. Es wird angenommen, dass SCP-4039 in etwa 10 hoch 100 Jahren zu einem ZK-Klasse-Realitätsversagensszenario führen wird. SCP-4039 begann mit Ereignis 4039-1 am 19. April 1911 um 14.42 Uhr. Dies ist auch der ungefähre Zeitpunkt und das ungefähre Datum, an dem ihren Entwurf für eine nicht anormale Erzeugung unendlicher Energie und Materie abgeschlossen hat. Eine Überprüfung dieses Entwurfs hat gezeigt, dass es, wäre der Effekt von SCP-4039 nicht gewesen, funktioniert hätte. Die Relevanz dieser zeitlichen Überschneidung wird derzeit untersucht. Alle natürlich vorkommenden Entropien, zum Beispiel statische Störungen, enthalten eine kodierte Nachricht, welche als SCP-4039-1 bezeichnet wird. Diese Nachricht enthält nur das Wort genug. Für weitere Analysen siehe 10 Millionen Affen, Unmöglichkeit des zufälligen Zufalls in SCP-4039-1 von Dr. Perez. Ursprünglich ging man davon aus, dass die Nachricht nur auf Englisch sei. Es wurde jedoch festgestellt, dass SCP-4039-1 in vergleichbare Ausdrücke jeder getesteten Sprache übersetzt werden kann, einschließlich konstruierter und fiktiver Sprachen wie Leuban. SCP-4039-1 erscheint nicht in entropischen Aufzeichnungen, die vor Ereignis 4039-1 gemacht wurden. Ereignis 4039-1 blieb von der allgemeinen Bevölkerung weitgehend unbemerkt. Die Vielzahl der kleinen Effekte wurde im Allgemeinen ignoriert und die Auswirkungen größerer Effekte wurden durch die Bemühungen der Foundation unterdrückt. Beispiele für solche Effekte sind das gleichzeitige Versagen einiger Automodelle, Veränderungen der Meeresströmungen, eine verminderte Effizienz von Ofenhandschuhen und eine Verlängerung der kulinarischen Kochzeiten. Unmittelbar nach Ereignis 4039-1 gelang es, durch Bemühungen von MEK Gamma 5, jeden Verdacht zu zerstreuen und diese Effekte auf Sonneneruptionen, Industriesabotage zwischen Haushaltsgeräteherstellern und andere weltliche Ursachen zurückzuführen. Ausgewählte Anhänge zu Ereignissen und Versuchen. Anhang
SCP-4039-A. Betreff: Verwahrung von SCP. Unmittelbar nach Ereignis 4039-1 sind das Perpetuum mobile Gerät und die vier redundanten Backup-Maschinen, die zur Verwahrung von SCP verwendet wurden, gleichzeitig ausgefallen. Nach Beendigung aller Bewegungen in der Verwahrkammer von SCP brach SCP aus der Verwahrung aus und verursachte 19 Todesopfer, bevor die Eindämmung wiederhergestellt werden konnte. SCP wird nun als Euklid klassifiziert. Anhang SCP-4039-L. Betreff: Kreisel. Ein Spielzeugkreisel wurde über eine Roboteranlage in einer Vakuumkammer in Drehung versetzt. Die Reibung zwischen dem Kreisel und dem Boden der Kammer wandelte die Rotationsträgheit des Kreisels in vernachlässigbare Mengen von Wärme um. Die Carnot-Konvektion konnte die Umgebungswärme nicht wieder in Rotationsträgheit umwandeln und der Kreisel fiel nach 15 Sekunden um, wodurch alle weiteren Bewegungen aufhörten. Anhang SCP-4039-M. Betreff: Heliumgas. Eine mit Heliumgas gefüllte luftdichte Kammer wurde vergrößert, sodass sich die Heliummoleküle erwartungsgemäß im gesamten Raum ausbreiteten. Die Ausbreitung der Moleküle hat sich jedoch zu keinem Zeitpunkt umgekehrt. Eine Carnot-Konvektion fand nicht statt und die Moleküle schienen dauerhaft in ihrer niedrigsten Energiekonfiguration verteilt zu sein und füllten die Kammer gleichmäßig aus. Diese übermäßige Entropie wurde nicht absorbiert und scheint unzerstörbar zu sein. Anhang SCP-4039-R. Betreff: Taschenuniversen. Es wurde gezeigt, dass SCP-4039 einige, aber nicht alle bekannten Taschenuniversen betrifft. Alle Bezeichnungen für solche immunen Taschenuniversen müssen fortan das Suffix -K4039 beinhalten. Die Forschung über das Abführen überschüssiger Entropie in K4039 Taschenuniversen ist im Gange. Anhang SCP-4039-AA. Betreff: Hauptreihensterne. Beobachtungen von interstellaren Körpern haben zu keinen eindeutigen Ergebnissen geführt. Die Beobachtung von Sol zeigt, dass es keine interstellare Strahlung mehr anzieht oder absorbiert und keine neuen Wasserstoffatome mehr bildet, um sich selbst mit Treibstoff zu versorgen. Die Energieproduktion von Sol bleibt von SCP-4039 unberührt, aber bei dem derzeitigen Verbrauch wird Sol seine gesamte Reserven in etwa 5 Milliarden Jahren verbraucht haben. Es konnte noch nicht festgestellt werden, ob die Brennstoffbildung von interstellaren Sternen oder die Wechselwirkung von interstellaren Körpern von SCP-4039 betroffen sind. Anhang 4039-OG. Durch einstimmige Entscheidung des O5-Gremiums wurde Operation Gaslight eingeleitet und der öffentliche Konsens über die Realität wurde am 1911 geändert, um SCP-4039 als nicht anormal und als schon immer existierend zu etablieren. Insbesondere wurden gefälschte Forschungsergebnisse verbreitet, die angeblich von Lazare Carnot stammten, und alle Verweise auf den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik wurden ersetzt oder modifiziert, damit dieser nun wie folgt lautet. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Entropie eines geschlossenen Systems immer größer wird. Das eigentliche Gesetz zur Erhaltung der Entropie besagte, dass Entropie nicht in einem isolierten System geschaffen oder zerstört werden kann. Wissenschaftler, Lehrbuchverlage und andere einflussreiche Personen wurden als E-Klasse-Agenten der Foundation eingestellt oder betäubt. Die Aufrechterhaltung dieser aktualisierten Realität wurde am 3. Dezember 1916 für erfolgreich erklärt und alle zusammengesetzten ENUI-5-Einrichtungen wurden zu diesem Zeitpunkt in den Wartemodus versetzt.